Zum besseren Verständnis schauen wir uns das Getreidekorn etwas genauer an. Vereinfacht gesagt besteht es aus drei recht unterschiedlichen Komplexen: dem Mehlkörper mit backfähigen Kleberzellen, dem Keimling und der Samenschale, auch Kleie genannt. Im Aufbau ähnelt das Getreidekorn einer Zwiebel mit unterschiedlichen Schalen. Um nun an den Mehlkörper heranzukommen, muss der Müller das Getreidekorn in seine Bestandteile zerlegen. Dabei soll die Kleie nicht mit ins Mehl gelangen. Weil aber die Schale erheblich zäher und widerstandsfähiger ist als der Mehlkörper, bleibt sie beim eigentlichen Mahlvorgang relativ unversehrt und kann zum Schluss abgesondert werden. Ein Problem aber ist die alleräußerste Schicht der Samenschale. Diese besteht aus recht brüchigen Holzfasern, die beim Mahlen absplittern und das Mehl verunreinigen würden. Außerdem befinden sich auf dieser äußeren Schicht zum Teil gesundheitsbedenkliche Mikroorganismen und möglicherweise auch Schadstoffe aus der Umwelt. Das gleiche gilt für die Härchen an der Spitze des Korns, den sogenannten Bart, sowie für die Härchen im Kornspalt, in denen sich allerhand Schmutz befindet bzw. abgelagert hat. Diesen Schmutz bezeichnet der Müller als Blaumehl. Zunächst läuft das Getreide in die Schäl- und Bürstmaschine auf der zweiten Etage. Im Inneren der Maschine rotieren Schläger, welche die Körner unentwegt gegen eine Art Schmiergelstein schleudern und drücken. Hierdurch werden die Holzfaserschicht und der Bart abgescheuert. Der den Körnern anhaftende feine Schälstaub wird in der darunterliegenden Bürstmaschine entfernt.